sind wir unterwegs hier in Mahmud, ja. Wir sind hier bei der Ziratbank. Da war ich eben, ich habe ein bisschen Geld eingezahlt. So, und dann sind hier diese Automaten. So, hier bei der Ziratbank, da gibt es auch nicht nur einen Automaten. Das hier, das sind Automaten. Und da vorne sind Automaten. Seht ihr, ich gehe da mal ein bisschen rüber. Hier kann man Geld wechseln und so weiter. Aber da gibt es natürlich dann von verschiedenen Banken die Automaten. Das zeige ich euch mal. So, guckt euch das mal an. Das sind die Banken, die hier alle vertreten sind. So. Und auch diese Bank, die kennt ihr bestimmt. Ja, genau. Könnt ihr auch wechseln, kein Problem. Da bekommt ihr das Geld praktisch komplett gleich mit diesem Kurs raus, also fast identisch. Da habt ihr keinen Verlust. Und hier sind noch ein paar Banken. Wie gesagt, wir schauen jetzt noch mal weiter. Wir sind hier, wie gesagt, in Mahmudla. Ja. Jetzt gehen wir mal kurz zum Strand, also zum Meer rüber. Das ist ja auch nicht weit entfernt von hier. Guckt euch das an. Ich werde nicht so viel quatschen. Schaut euch einfach die Gegend an. Macht euch euer eigenes Bild. Was hier los ist, ist in der Türkei oder auch nicht. So. Seht euch mal die gepflegten Parkanlagen hier an. Ihr seht hier absolut keinen Müll. Das muss ich jedes Mal immer wieder betonen. Weil manche Leute schreiben, ja, in der Türkei, das ist nicht so gepflegt. Aber nicht auf meine Seite. Ich habe schon mal Post auf mein Handy bekommen. So, guckt euch das mal an. So, warte mal. Das sind hier die Polizeifahrzeuge. So, hier gehen wir runter zum Strand. Wenn wir die Richtung hier runterfahren, das ist die Richtung zum Flughafen Gazi Pascha und nach Mersin. Das ist in der Richtung. So, das Wetter ist heute nicht so schön. Es ist bewölkt und wir haben auch trotzdem 26 Grad. Man geht auch bei Rot über der Ampel. Über die Ampel meine ich. So. Hier sind wir hier am Strand. Ja. Wie gesagt, mein guter alter Freund Ringo ist auch hier. Er steht mir gerade gegenüber, ist am Filmen. Er muss jetzt mal die ganzen Eindrücke hier aufnehmen von der Türkei. Das gefällt ihm sehr gut hier. So. Wie gesagt, Ringo sieht nicht gerade aus, jetzt unbedingt so, Goldkette hat er ja nicht um. So, und jetzt gehen wir nochmal nach Mahmudla rein, da auf die Kreuzung, ein bisschen weiter, da gucken wir uns ein paar Geschäfte an. So, hier nochmal. Aber die Aussicht ist so schön, das muss ich immer wieder festhalten.